Hallo, hier ist der Joost. Ja, ein neues Messer. Oder sagen wir mal ein altes. Ja, ist vom Andreas S. Link in der Videobeschreibung. Eine Zusammenarbeit von Rugard Knives und CRKT. Zack. Und zwar das LCK. Ja, wenn ich es ganz kurz beschreiben müsste, ein kleiner, putziger Stachel. So würde ich's beschreiben. Zack, man sieht schon, nichts ausgefräst in Stahlleinern. Wir haben hier ein Flipper. Zack. Kommt gut raus. Der Klinggang selber. Ist alles so ein bisschen stramm, aber ich denke mal, es ist noch relativ neu. Ich denke mal, wenn man das alles so ein bisschen einspielt, dann wird das auch alles ein bisschen flüssiger laufen. Wir haben hier Washer. Ja, so goldenfarbige. Ich kenne mich damit nicht ganz so perfekt aus. Ich hätte jetzt fast schon, ja, weiß nicht, Messing. Gold ist Messing, ich weiß es nicht. Sagt also kein Kugellager. Klein, so klein, ja, also ne, 9,5 Hand. Zack. Bam. Kommt schon rausgeballert, sehr leicht. Wir haben hier genau 72 Gramm. Der Clip ist nicht umsetzbar, der geht hier in die Griffschale. Das haben wir hier nicht. Ich habe es nicht auseinandergenommen, aber es funktioniert nicht anders. Weil da ist nämlich eine Aussparung. Die haben wir hier nicht. Ja, 72 Gramm. Zack. 19 Zentimeter auf dem Kopf. Gesamtlänge. Wir haben einen Hohlschliff. Der Finger Joil. Ja, für so ein kleines Messer ist er in Ordnung. Also ich kann ordentlich bis hier gehen. Zuck, 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 zuck. Ich kann es aber auch so halten, so halten, so halten. Könnte auch hier so ein bisschen rüber gehen und so machen. Also es ist, zumindest ist er groß genug, sagen wir es mal so. Eine Klingenlänge haben wir hier von 8,4 cm und davon sind 7,5 cm scharf und ich denke mal, dass die auch noch scharf sind. Wir haben den 8CR13 MOV, China-Stahl. Ja. Also ich habe nicht, ja, ich habe ihn nicht stumpf gekriegt mit dem, was ich gemacht habe. Ich teste die Messer ja immer nur, vor allen Dingen, wenn es nicht meine sind, muss ich ja nicht komplett stumpf machen und dann da einen anderen Anschliff machen. Also hat dem Messer null ausgemacht. Ich habe ein bisschen Fleisch damit geschnitten, ja, ein, zwei Brötchen, ein paar Briefe geöffnet. Und selbst wenn, könnte man das schön schnell wieder auf Schärfe kriegen mit einem Ledergürtel zum Beispiel. Wenn man es nicht ganz stumpf macht. Also dafür ist der 8CR13 MOV ganz gut. Wir haben ja so eine relativ klare Linie. Gefällt mir gut. Ein universeller Griff. Ohne irgendwelche Fingermullen. Gefällt mir auch gut. Wir haben kein Jimping. Ich denke mal, das muss auch nicht sein bei so einem Messerchen. Ja gut, 19 cm ist jetzt nicht das Kleinste, aber irgendwie wirkt es alles sehr klein und putzig. Griff von hier drunter bis Ende 9,4 cm. Wie ich immer so schön sage, zum Packen. Zack, 9,4 cm. Zack, 11,76 mm Dicke. Das passt schon. Fühlt sich alles, fühlt sich gut an.
Diese Griffbeschalung, das soll kein G10 sein. Das soll so ein Glas-Nylon. Ja, ich nenne es mal Glas-Nylon-Griff. Also, das ist irgendein Kunststoff. Wir haben hier drei Verschraubungen für den Backspacer, der wohl auch aus dem gleichen Material ist. Auch dreimal gesichert. Gut, hätte man vielleicht eine Schraube weglassen können. Denke ich mal, weil hier auf der Seite sind jetzt ein paar viele Schrauben. Andersrum, es stört nicht. Bei dem Messer stört es nicht. Nein, also insgesamt muss ich wirklich sagen, wäre was Kleines, Putziges. Ich weiß jetzt nicht, wo es preislich liegt. Ah, ich kann mal gucken, ob wir das irgendwie noch dran kriegen. Was steht da? Lerch Design. Da unten steht nur noch irgendeine Nummer. Ja, wer was Kleines, Putziges sucht, Hohlschliff, schneidfreudig. Wir haben eine Klingdicke von 3,23 mm. Und hinter der Faser haben wir 0,68 mm. Hört sich jetzt viel an, aber wenn man mal genau guckt, die Faser selbst ist nicht die kleinste. Ich denke mal, darum ging es relativ gut zu schneiden. Hätten sie jetzt so eine kleine Pinselfaser gemacht, wäre das wahrscheinlich ein bisschen blöd. Also muss ich sagen, ja, das passte. Spitze ist jetzt nicht, das ist wirklich nur das letzte, wie sagt man das, Viertelmillimeter oder so was, der wirklich sehr, sehr dünn ist. Ansonsten ist es anständig verjüngt und nicht so mega krass dünn. Also es ist ein feiner kleiner Stachel. Zack. Auf Washer, Liner Lock. Warte, wir können ja mal. Zack. Bam. Oh. Liner Lock steht schon Ticken mehr als hier die Flucht. Ja, ich glaube, so sieht man es. Klingenstand ist hier auch recht anständig. Wenn man ganz genau guckt, ist er nicht ganz mittig, aber das war so die, ja, perfekteste Einstellung. Der Flipper funktioniert gut. Wir haben hier ein ganz feines Jimping drauf, was auch schön bis in die Kurve geht. Na, so, meine Kamera. Ja, auf jeden Fall. Es geht bis hier runter. Ist nicht das aggressivste, aber es ist auch nicht glatt. Also man bleibt da schon ein bisschen drauf hängen und dann zieht man es einfach nur zurück. Das muss ich sagen, funktioniert wirklich gut. Gucken wir noch mal ein Victorinox Climber. Oh. Wo legen wir es hin? Wir legen es mal hier so hin. So. Hier gleich. Ein bisschen rutschig. Es will runterrutschen. Wir lassen es mal kurz runterrutschen und machen dann so. Wir sind ja schlau, also ist ein bisschen länger. In beiden Richtungen. Und ein Para 2. Zack. Das werden wir jetzt auch mal mit der Griffschale um die andere hinlegen. Da sieht man schon, das ist schon ja, ein bisschen was anderes von den Dimensionen. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Das ist alles ein bisschen breiter. Klingt lang technisch. Wenn man es mal nur die Schneide, ist da gar nicht viel. Nur der scharfe Bereich jetzt, ne? Da tut sich nicht viel. Auf der Kamera sieht es ein bisschen weniger aus.
Wie, wenn ich neben der Kamera gucke? Ah, jetzt muss ich nur den Winkel gucken. So. So in etwa. Ja. Wenn ich jetzt mal von hier nach hier. Also ist recht cool. Nee, ja, ich fand's cool, dass es immer schön rauskommt. Bam. Man kann auch so winken. Also es ist auch ein bisschen zum Spielen. Ich denke mal, dass sich das ein bisschen einspielt. Irgendwann wird das noch schicker laufen. Der Clip hat eine sehr gute Spannung, hat genug Platz. Wenn man jetzt mal hier so richtig anpackt, merkt man den Griff, den Clip null. Gar nicht. Man merkt ihn einfach nicht. Das ist gut gemacht. Ja, ich denke mal mehr. Also Deep Carry geht nicht. Auch gut. Spannung ist gut, das ist ein bisschen breiter, das ist gut. Ich denke mal, weil er so klein ist, wenn er ein bisschen dünner wäre, wäre ich schon wieder ein bisschen nicht so ganz so gut. Also von daher ist eigentlich insgesamt ein gutes Modell. Zack, CRKD und Ruger Knives. Das ist die Verpackung. Und falls dort irgendwie einer gucken möchte. Nö, also kannte ich vorher auch nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich denke mal, so durch den Andreas kriegt man ja immer mal coole Messerchens in die Hand. Ja, im Groben fand ich jetzt nichts großartig Negatives. Von daher passt das. Passt wirklich. Der Klingenlauf könnte ein bisschen schicker sein. Aber ansonsten auch die Anpassung hier passt alles. Ist im Groben wirklich gut. Schick. Das war's schon. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, zack, bis zum nächsten Mal. Tschö.